Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, im letzten Rennen, im Ardennenrennen, ja, wurden wir 11. und 13. 13.? Ja. Stimmt, ja. Wurden wir 13. Was ganz schlecht ist, aus eigener Kraft so gesehen. Bei Kia haben wir ein bisschen was versucht, was okay war, halt in der im virtuellen Safety Car einen Boxjob zu machen. Mussten aber dementsprechend auf die harten Reifen gehen und oder die härteste Mischung, die Mediums in dem Fall. Und es hat halt nicht so gut geklappt dadurch, weil es halt langsamer war. Aber ja, kann man nichts machen. So, Boxenkuh kann noch eine Runde machen, dann obwohl alle sind ausgeruht, ne? Alle sind ausgeruht, das heißt, wir können mal zumindest mal Leute wieder ersetzen, die ja nicht ganz so viel Ausdauer haben. 72. Den haben wir letztes Mal wieso nicht ausgetauscht. Auch rein für den. Wir bräuchten noch zwei, die Reifen wechseln können. Du kannst Reifen wechseln. Und ja, du kannst nur heben. Also den Härtigen, den kann man nicht so gut gebrauchen. Genau wie den Brunnen. Wir können nur heben. Aber wir müssen jetzt einen 13er in die Boxenkuh stellen. Oh, der ist so gut. Bremsen nach. Den behalten wir mal drin, weil der kann gut Reifen wechseln eigentlich. Wie es aussieht zumindest. Wir dürfen ja keine Leute kündigen. Deswegen müssen die entweder, wenn sie ausgebrannt sind, wäre es jetzt natürlich perfekt. Deswegen behalten stehen. Ne? Man weiß ja nie, wie es ist, ob da irgendeiner ausgebrannt wird oder nicht in der nächsten Zeit. Nach dem nächsten Rennen. Lorenz hatte arge Probleme. Ja, war Pech. Ganz einfach. Rausgeflogen. Passiert mal. So. Wir sind ja größtenteils fertig. Oh la la la. Wir können uns direkt entscheiden, ganzen Sponsoren. Ai, ai, ai. 7., 10., 11. Wow. Wir nehmen dich hier, weil du hast 800.000 Vorauszahlung. Und falls wir 10. werden, hätten wir da zumindest mal ein, ja, ein gutes Geld, was wir bekommen würden. Hier nehmen wir die 1 Million mit. Weil diese Positionen sind erstmal noch weit entfernt. Und hier nehmen wir auch nochmal die 1 Million für 8 Rennen oder 750 für 6 Rennen. Ich nehme die 750 für 6 Rennen. Damit sind wir wieder bei guten fast 10 Millionen. Bundesliga hat auch noch ein Rennen. Dann ist der schlechte Sponsor so gesehen auch weg. Da könnten wir vielleicht ein bisschen weniger Minus machen vielleicht. Semi Stock einer Fähre. Oh nein! Wieso sagst du es nur? Wieso nur? Okay, wir machen ein bisschen noch hier drauf. Und dann kümmern wir uns komplett um Leistung. Wir machen ungefähr hier bis zum 6. September 2023 schon. Da sind wir schon weit voraus in der Zukunft. 2 Jahre so. 2,5 Jahre knapp. So. Ja, easy peasy. So, jetzt geht es voll um Leistung. 32 Tage nach dem Rennen erst haben die Leistung des Getriebeeffekts. Das ist schon ordentlich. Aber die Leistung brauchen wir halt. Aber dementsprechend kümmern wir uns dann um Motor und Getriebe, dass die zumindest mal zuverlässigkeitsmäßig ein bisschen mehr Power bekommen. Und, ne? Scouting. Bado. Bado, Bado. Bado ist Bado. Und kommt nicht in unser Team. Ja, bisher haben wir von den ganzen Leuten, die wir mal ausgekundschaftet haben, einen. Einen einzigen, den, wo man sagen könnte, ja, den kann man vielleicht gebrauchen. Ist auch nicht so gut. Ich habe etwas Feedback zum Chassis. Die Reifen ist soweit in Ordnung, aber es wäre gut, wenn wir uns in den kommenden Saison etwas auf diesen Aspekt konzentrieren könnten. Für die Fahrer ist es nicht so gut, sich ständig Sorgen um die Reifen machen zu müssen. Ohne diesen Stress könnte ich viel aggressiver fahren. Ja, eigentlich haben wir ein gutes Auto, was das angeht. Eine Reifenabnutzung ist wirklich auf 3,5 Sterne. Und ja, wir sind allgemein ein gutes Sterneauto, ne? Gucken, was wir nächste Saison für den Motor kriegen, weil das wird schon allein das, was wir jetzt so gesehen ansparen, ist allein nur die Motorenkosten. Wir haben jetzt schon 9,6 Millionen gespart. Da kommen jetzt noch gute 5 Millionen dazu, dann sind wir knapp bei diesem Motorbudget. Das ist halt nicht so günstig.
Aber gut, müssen wir gucken. Und man merkt aber schon, beim Getriebe sind wir schon auf einer guten Leistung eigentlich. Stevens! Potato Podest! Wahnsinn! Kantu! Und direkt springen die von Platz 19 auf 9. Ich dachte, die machen jetzt voll den Megasprung irgendwie so auf Platz 6 oder so. Aber sind sie nicht letzter. Train könnte wieder letzter werden. Interessant. Ja, gucken mal, wie viel. Jetzt, wie gesagt, 29 Tage dauert es nur noch. Jetzt ist er voll die Leistung auf den beiden Leuten da. Und die Leistung, die steigert sich da so peu à peu. Und das ist sehr gut. So, Getriebe, wo sind wir denn eigentlich jetzt da? Auf Platz 7. Wir kommen nach vorne, was Getriebe angeht. Also was Leistung angeht. Motor, wie gesagt, da können wir leider nichts machen. Hier, da sind wir. Jetzt sind leider die Hände gebunden mit ein paar Sachen. Ich könnte hier 10, dann hier 25 und dann habe ich hier mit weichen Reifen. Das bringt mir rein gar nichts. Von daher, ja, müssen wir gucken. Vielleicht werden wir 10. Wer weiß. Wetter, Vancouver. Vancouver ist eigentlich immer eine Strecke, die uns eigentlich liegen sollte. Eigentlich. Aber man weiß es halt. Ne? Hier, dadurch, dass der Wagen nicht ganz so gut ist, könnte es ein bisschen schwieriger werden. Haben wir denn alles eingebaut jetzt? Das ist eine andere Frage. Also Bremsen haben wir, Motor haben wir. Frontflügel und Getriebe genauso, Heckflügel. Und dann haben wir jetzt noch ein kleines Mini-Update, zumindest mal für Stock. In Sachen Aufhängung. Kleine Updates. Ja, damit kann man sich auch mal ein bisschen zufrieden machen. Das muss man so definitiv sagen. Auch wenn es nur für den zweiten Fahrer jetzt ist, aber... Das heißt, zweiter Fahrer, er wird ja irgendwann der erste Fahrer. Das darf man auch nicht jetzt außer Acht lassen. Ist klar, die suchen natürlich, wir können auch nächste Saison die neuen Fahrer scouten, die dann auftauchen. Um vielleicht da noch ein Juwel zu finden, klar, am besten sogar noch. Ein Paint Driver, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Oh, guck mal, Stock, der hat hier. Vielleicht, ja, das ist die Frage, wie sie wir dann fahren können. Ne? Wenn Key weg ist, fahren Stock und Fahrer dann gemeinsam Training. Machen sie es dann? Also, Vancouver-Strecke D. Ich habe wieder null drauf geachtet, welche Strecke das jetzt ist. Eigentlich müsste das hier A sein. A ist halt die Hauptstrecke und das ist die große Strecke. Und ich habe eigentlich so viele Vancouver-Setups, das ist der Wahnsinn. C, Vancouver-Strecke B und Vancouver-Strecke A, da. Das passt aber auch vom Zeitpunkt. Ne? Nur die Geschwindigkeit passt noch nicht ganz, aber die bleiben erstmal so, wie sie ist. Ja, die Supersoft ist eine gute Variante und da haben wir noch den Vorteil dann bei Key, dass die Reifen länger halten. Das kommt dann auch noch hinzu. So, Renndrim 8 Runden auf den Supersoft. Ja, Ziel ist es ja wieder, unsere 15% da zu kriegen. Und das ist halt hier im, bei 20 Minuten Training halt immer easy machbar. Ich könnte auch ganz fies sein und mache immer so eine Folge Einstellung, die dann, keine Ahnung, 8 Minuten oder so geht. Wenn überhaupt 21 Minuten Training, weil ich nur Echtzeit laufen lasse, dann vielleicht 8 Minuten Training, Qualifying. Und dann so gesehen das Rennen. Ja, deswegen mache ich lieber halt, falls irgendeiner gefragt hat, das Training hat immer in 12er Geschwindigkeit und links. In 2D-Ansicht. Also Kies 16. Fahrer 19. Jetzt sind wir 17. Das heißt die Geschwindigkeit. Oh. Okay. Geschwindigkeit war da besser. Das heißt, mehr Beschleunigung willst du haben. Kriegst du. Okay, dann testen wir hier jetzt die Intermediates. Ja. Okay, das ging in die falsche Richtung. Eieiei. Also ist besser geworden, ja. Aber wir machen hier auf jeden Fall dann weniger. Dafür dann. Dahin und der Rest bleibt so wie er ist. Noch dick härter.
Ja. Wir sind jetzt genau in der Mitte. Fahren das Training jetzt so gesehen zu Ende. Und dann müssen wir hoffen, dass wir ein gutes Setup haben. Aber das finde ich auch in Vancouver halt merkwürdig. Es wird eigentlich nie angesagt Regen. Und dann ist es Regen. Es kommt Regen. Und oder es wird halt Regen angesagt und der kommt gar nicht. Oder wenn nur so ein... Das ist halt hier sehr, sehr... Ja. Merkwürdig halt hier in Vancouver. Sind wir gerade mit dem Intermediate jetzt schnellere Zeit gefahren. Tatsache. Nee, ich bin langsam. Okay. Beide Fahrer kommen rein. Ja, rausfahren, tut raus hier. Setup gut, Setup gut. Perfekt. Ja, ist natürlich jetzt nicht allzu gut, aber es geht. Ich bin zufrieden und wir haben die Zeit gefahren auf den Supersoft. Also Schmidt, der fällt auf Ultras. Okay, die beiden fahren dort sind auf Ultras. Ja, Schmidt ist eigentlich kein schlechter Fahrer, das muss man definitiv sagen, aber er hat das falsche Auto. Strecke ist trocken. Okay, wir haben nur die Supersoft. Du kriegst die Temperatur. Okay, dann auf ins Dings. Wie lange sind wir jetzt gefahren im Training? 1,20. Oh, können wir uns ein bisschen Zeit lassen dann. Finde ich aber geil, wenn man rausfährt, wie der Mutter anhört. Und? Fahren dann schon längst ein paar Meter auf der Straße und dann ja so. Motor geht an. Okay, Van Zuften wird vermutlich als erstes über die Linie kommen, weil ich glaube nicht, dass Kiel davor bleiben kann. Und ich hoffe auf jeden Fall für nächste Saison, dass wir leistungsmäßig da einen Schub bekommen. An Motor. Und nicht mehr zu viel illegale Sachen. Man sieht allein schon jetzt am Getriebe, dass wir da schon einen guten Schub nach vorne machen. Autsch, der erste Sektor ist nicht gut. Der zweite Sektor auch nicht so gut. Wir haben über eine Sekunde jetzt schon Rückstand auf dem... Eieiei. Zack, 1,6 und 1,4. Oh, Fox, die eigentliche Siegerin des letzten Rennens. Ja, wir qualifizieren uns genau zwischen den Chirots. Aber auch wieder in der Nähe von den... Manchmal verstehe ich das nicht. Also im Qualifying sind manche Teams stärker als im Rennen dann. Können wir das in der Box chillen? Alter, wir werden nur 15. und 18. Das ist sehr schlechtes Qualifying bisher. Aber na gut, ne, kann man auch nichts. Dann haben wir Key wird schwierig, sich zu verbessern. Sie hat eine schlechte Form. Wir kommen aber easy über Linie. Aber ich weiß noch, dass wir im Data damals mehr Rückstand hatten als jetzt. Und wie gesagt, der Heckflügel, der ist ja auch nächste Saison eingefroren. Alle haben die gleiche Leistung auf 150 oder so. Und das heißt, da sind wir auf jeden Fall schon mal wieder ein Stück näher gekommen. Wenn man dann irgendwie noch hinkriegt, der Frontflügel einheitlich, wäre nicht auch was eigentlich was Schönes. Ne? Weil wenn man sowas macht, wie Geld einfrieren oder so, wie in echt, wieso macht man dann nicht einheitlich Heck- und Frontflügel? Dann können die Teams da nichts so gesehen dran ändern. Und man spart Kosten. Entwicklungskosten natürlich. Die Motor sind ja, glaube ich, eingefroren so ein bisschen, ne? Stock, was hast du denn da für eine Runde rausgehauen? 13. Woo! 13. und 16. Ja, und dann sind wir wieder. Ja, wir sind wieder mittendrin. Also, wir haben hier vier Gegner als Team: das ist Thornton, Resetta Corsa, Chirot und Van Dort. Obwohl Van Dort eigentlich nochmal ein Tick schwächer ist als alle anderen. Wenn es regnet, das ist doch prima. Es sollte nicht Sonne sein? Oder bin ich jetzt komplett durcheinander? Aber gut, dass wir Intermediate studiert haben, ne? Dann müssen wir aber auch natürlich gucken.